Es war vollbracht. Eltaron der Barde hatte sein Lebenswerk vollendet und lud ein, seine Lesung beizuwohnen. Es sollte ein Buch voller Geschichten für Kinder sein. Doch diese hätten grausiger nicht sein können. Was aber ist zu tun, wenn die Geschichten sich bewahrheiten? Während die Abenteurer also versuchten, den Mysterien auf den Grund zu gehen, spielten die Götter um das Schicksal der Menschheit. Wie sollten wir den Städten Namen geben zur Unterscheidung, oder? Ach was! Warum den Namen? Okay, ja. Ist eh ziemlich unwichtig.